Hey, ich bin der Basti von Uvex Sports und ich wollte euch heute mal erzählen, wie man seinen Helm am besten reinigt. Der Helm ist ja ein Gebrauchsgegenstand, man schwitzt mit dem Helm, das heißt, eine Reinigung macht ab und zu durchaus Sinn. Und das ist bei unseren Helmen auch überhaupt kein Problem, weil ich einfach unsere Polster mit einem Klettverschluss sehr leicht rausziehen kann. Vorne, hinten und natürlich auch das Polster, was den Stirnbereich schützt. In einer warmen Seifenlauge ohne groß Waschmittel einfach bei lauwarmem Wasser reinigen, trocknen lassen, Luft trocknen und dann habe ich wieder ganz frische Pads. Um den Helm von außen zu reinigen, kann ich einfach einen weichen Schwamm benutzen, mit dem ich den Schmutz oder Insekten abwischen kann. Das hat den Vorteil, dass ich reflektierende Parts des Helms wieder schön sichtbar mache. Das erhöht die Sicherheit des Helms und bei hartnäckigem Schmutz nutze ich vielleicht einfach eine Seifenlösung. Dann geht auch wirklich alles weg. Ich kann die ganze Oberfläche reinigen, ich kann damit die Gurtbänder reinigen, die auch reflektieren, dann wieder sichtbarer sind. Das geht überall am Helm. Auch das Visier kann ich reinigen, auch von unten. Und ich kann auch hier überall über die Kunststoffpart gehen. Und dann habe ich danach wieder einen schönen, sauberen Helm, mit dem ich auf die nächste Fahrt gehen kann.